Moin Moin und herzlich willkommen aus dem Lager des Fußball-Drittligisten Holstein Kiel. Mein Name ist Andreas Geidel. An meiner Seite steht Steven Leverenz, jener Mann, der am vergangenen Sonntag in Halle für das 2:0 gesorgt hat und damit den ersten Dreier in dieser Saison für die Störche eingetütet hat. Steven, du bist 24, hast aber schon 7 Vereine in im Herrenbereich durchlaufen. Bist du jetzt ein Wandervogel unter den Störchen oder kannst du uns erklären, was da vielleicht zusammenhängt? Ja, also es sind viele Stationen bis jetzt gewesen, aber ja, es waren auch schöne Stationen dabei gewesen, aber halt nicht ja, für länger. Und ja, ich hatte bis jetzt 2 Stationen, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe. Das war einmal in Mainz und einmal in Würzburg, auch deswegen, weil wir zweimal, also in den beiden Jahren aufgestiegen bin. Und ja, jetzt bin ich hier halt. So soll es auch sein und hier wirst du bestimmt dich heimisch fühlen, weil du bist gebürtiger Hamburger. Jetzt hast du aber, du hast gesagt, du hast dich in Würzburg sehr wohl gefühlt unter anderem, warst ja auch noch im Sonderheft des Kicker da auf dem Mannschaftsfoto drauf und so, dann ging alles ganz schnell, Transfer jetzt zu Holstein, 2-Jahres-Vertrag unterschrieben. Warum bist du dann in so einer Erfolgswelle aus Würzburg jetzt zu Holstein gekommen? Gibt es da besondere Gründe? Ja, also viele Gründe. Also zu einem ist das hier, denke ich, ein super Verein, also mit Ambitionen nach oben. Das hat man, glaube ich, letztes Jahr gesehen, wo die um die zweite Liga mitgespielt haben im Relegationsspiel und ja, ich finde es auf jeden Fall sehr gut hier, also allgemein ist es eine professionelle Bedingung hier und ja, auch mein Kleiner ist in Hamburg zwar und den kann ich dann halt öfter sehen, aber ja, als erstes ist es auch wichtig, also dass ich mich wohlfühle und ich denke, das werde ich hier können und bis jetzt wurde ich gut aufgenommen hier und die Mannschaft ist super und ich denke, dass wir eine super Saison spielen werden. Wie alt ist dein Sohn? Der ist 3. Dann hat er möglicherweise ja in der vergangenen Saison deinen großen Pokalstreich noch nicht so hundertprozentig realisiert. Ich muss dazu kurz erklären, dass am Samstag ist natürlich das Pokalspiel gegen VfB Stuttgart hier im Holstein-Stadion, Anschluss 20:30. Aber Steven hat in der letzten Saison schon für Pokalfurore gesorgt, als er nämlich mit dem Würzburger Kickers in der Verlängerung das 3:2 gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf mit einem Freistoß, glaube ich, erzielt hat. Ne? Ist das nochmal so eine Erinnerung, die jetzt für diesen Samstag nochmal besonderen Schwung bringt? Ja, das ist Vergangenheit. Also in dem Augenblick damals war es auf jeden Fall sehr schön, ein gutes Gefühl, was ich auch glaube ich immer bei mir behalten werde. Aber ansonsten jetzt am Wochenende ist ein ganz anderes Spiel, das in der Bundesliga ist und wird auf jeden Fall sehr schwierig. Die sind auf jeden Fall Favorit und wir Außenseiter, denke ich, aber ich denke, ja, dass man immer eine minimale Chance hat, vielleicht eine Außenseite auch mal zu ärgern. Also, ja, dass man den mal ärgern könnte. Macht natürlich auch besonders viel Spaß, als Flügelspieler mal so einen Bundesligaspieler mal schön zu vernaschen im Duell 1 gegen 1. Die Chance bietet sich ja am Sonnabend. Wir hoffen jedenfalls darauf, dass das alles so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt und wie natürlich auch die Zuschauer sich das vorstellen. Simon, ich sage schönen Dank für das Gespräch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.